Für meinen ersten Film habe ich mal wieder für ein wenig schummrige Atmosphäre gesorgt, denn es ist ein Psychothriller und gleichzeitig eine deutsch-australische Koproduktion. Wenn das mal nichts ist. Naja, und er ist meiner Ansicht nach auch ein Film, der mal wieder ein bisschen mehr unter dem Radar geflogen ist, als er es eigentlich verdient gehabt hätte. Er heißt Berlin Syndrome und handelt von der australischen Backpackerin Claire, die vom Outback in die Hauptstadt nach Berlin gezogen ist. Und jetzt, weil sie fasziniert ist von alten DDR-Bauten, streift sie halt in Kreuzberg, Friedrichshain durch die Gegend und fotografiert, was die Knipse hergibt und besucht eine Buchhandlung nach der anderen. Und in einer dieser Buchhandlungen lernt sie den Englischlehrer Andy kennen. Und der ist ein sehr netter, charmanter Typ. Die beiden verstehen sich auf Anhieb eigentlich recht gut. Er zeigt ihr den Kiez und Schrebergärten und das eine kommt zum anderen und naja, wir haben eine kleine zarte Romanze, die eine doch grimmige Wendung nimmt, denn am nächsten Morgen erwacht Claire halt in der Altbauwohnung von Andy. Das Haus scheint ansonsten leer zu stehen und Andy ist auch bereits schon in der Schule und als Claire die Wohnung eigentlich verlassen möchte, stellt sie fest, dass Andy die Tür abgeschlossen hat. Und muss danach feststellen, dass Andy auch gar nicht vorhat, sie jemals wieder gehen zu lassen. Ich wollte jetzt gehen. Und dann komme ich zurück später und hole meinen Rucksack. Die sind für dich. Bitte öffne die Tür. Was soll das hier? Bitte, Andy. Wo ist mein SIM-Card, Andy? Was hast du gemacht mit den Fenstern? Das Glas ist verstärkt. Wenn du versuchst, sie kaputt zu machen, muss ich Bretter vornageln. Die Stühle habe ich gerade erst gekauft. Berlin Syndrome ist das jüngste Werk der Regisseurin Kate Shortland, die man unter anderem für ihren Film Lore kennt. Und er basiert auf dem gleichnamigen Bestseller einer Autorin namens Melanie Joosten. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Naja, und das Ganze ist ein doch recht eigenwilliger Mix aus Entführungsthriller, aber halt auch Selbstfindungsporträt. Denn Frau Shortland ist nicht unbedingt nur an den Spannungen zwischen Täter und Opfer interessiert, sondern interessiert sich halt auch für die psychologischen Feinheiten und Veränderungen der beiden Hauptfiguren. Und das kann für den einen oder anderen doch schon strapazierend sein, denn dadurch baut Frau Shortland immer wieder Szenen in den Film ein, die nicht wirklich notwendig wirken. Ja, und es gibt auch viele Szenen, die etwas zu lang in Zeitlupe ablaufen. Und dann, naja, geht halt Frau Shortland hin und beobachtet mehr Andys Handeln, als dass sie es erklärt oder beurteilt. Und das könnte bei dem einen oder anderen Zuschauer ebenfalls für Irritationen sorgen. Ich habe deiner Mutter für dich getextet. Du hast ihr geschrieben, dass alles okay ist bei dir. Ich bin aber nicht okay. Du könntest machen so viele Dinge. Ich will aber nur das hier machen. Du bist nicht normal. Was wäre das Schlimmste, das ich dir antun könnte? Ich kann aber trotzdem nicht abstreiten, dass ich so ein kleines bisschen fasziniert war von Berlin Syndrome. Ganz einfach, weil er eben so anders ist. Ja? Der ist so ein bisschen unterschwellig, unbequem. Und gleichzeitig schafft er es auch, so die Konflikte zwischen geteiltem und vereintem Deutschland in diese Geschichte mit einzubetten. Naja, und dann ist er auch irgendwo schon ein bisschen schmerzhaft, weil zum einen ist Frau Shortland echt dicht dran mit der Kamera, ja, und fängt wirklich ein paar unangenehme Momente ein. Zum anderen blendet sie aber auch an den entscheidenden Momenten immer wieder aus und überlässt es halt alles der Fantasie des Zuschauers. Und das ist ja, wie man weiß, gerne mal schlimmer als alles, was man auf der Leinwand sieht. Und ja, dann muss man auch sagen,
haben mich halt auch die beiden Hauptdarsteller mitgerissen. Ja? Also Trevisa Palmer als Claire, die ist einfach wirklich, mit der leidet und fühlt man mit. Ja? Und mit der geht man halt auch wirklich dann mit, wenn sie sich vom Opfer in, wie soll man sagen, in die Starke verwandelt. Und Max Riemel, der schafft es halt auch immer wieder zwischen charmant und scheußlich gekonnt hin und her zu pendeln. So. Und das alles ergibt einen sehr sperrigen, aber auch finsteren und halt eben individuellen Genre-Mix. Wie läuft es zwischen uns? Von 1 bis 10. Von 1 bis 10. Mit uns. Meine Ranks-Tags für Berlin Syndrome lauten Kate Shortland, Theresa Palmer, Max Riemelt, Kidnapping-Selbstfindungsdrama und Unbequem.